Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs mit aggressiveren Spionageoperationen Russlands in Deutschland. Schon im vergangenen Jahr habe der russische Angriffskrieg die Arbeit der deutschen Spionageabwehr bestimmt, erklärte die Behörde in ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht. Darin wird auch China als einer der Hauptakteure für Spionage in Deutschland genannt. Vor dem Hintergrund der Sanktionen gegen Russland und der Unterstützung der Ukraine durch Deutschland und andere westliche Staaten hätten russische Nachrichtendienste ein erhöhtes Aufklärungsinteresse, heißt es in dem Bericht. Gerade in Kriegszeiten stütze sich die Führung im Kreml auf die Arbeit der russischen Nachrichtendienste, hieß es weiter. Die bisher beobachteten Cyberangriffe seien regelmäßig auf Informationsbeschaffung ausgerichtet, können aber auch Sabotage zum Ziel haben oder dem Zweck der Einflussnahme dienen. Russlands Krieg gegen die Ukraine bedeutet auch für die innere Sicherheit eine Zeitenwende, schrieb Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Vorwort des Berichts.